circa 1 bis 1,5 Jahre. Alle Rassen sind nicht geeignet. Wir haben immer Hunde mit wahnsinnig hohem Spieltrieb. Der Tor zum Beispiel ist ein ganz Verrückter, der will nur spielen. Wir haben Schäferhunde. Labrador eignet sich auch ganz gut. Tor ist trainiert auf alle gängigen Arten von Drogen, das heißt Heroin, Kokain, Marihuana, MDA, MDMA, LSD. Er findet also alles. Also es geht immer relativ zügig, weil der Hund sucht ja keine Drogen in dem Sinne, der sucht ja sein Spielzeug, beziehungsweise sucht die Drogen, damit er sein Spielzeug bekommt. Also der Arbeitstag sieht so vor, beim ganz normalen Arbeitstag morgens frühstücken, Hund versorgen, mit dem Hund trainieren, Pause machen, nochmal mit dem Hund trainieren. Das war dann so das Normale und dann kommen die Einsätze halt, ne? Wo man natürlich auch weite Wege zu fahren hat oder zu fliegen. Wir arbeiten europaweit. Wir waren in Österreich, in Frankreich. Oh, wir haben schon einige Kilometer abgerissen. Wir arbeiten viel für Schulen, Internate, Firmen, Konzerne, Privatleute, also querbeet. Ich sag mal, das war in Berlin auf dem Spielplatz oder in der Nähe vom Spielplatz und von der Schule 60 Tüten Marihuana. Das war so der Tagesbedarf für die Schule. In so einem Erdbunker im Gebüsch. Dann mal eine große weiße, also eine große Tüte mit weißem Pulver. Weiß ich aber jetzt nicht, was es war. Und ansonsten geht es alles in den kleineren Bereichen, sage ich mal. Das sind jetzt nicht diese Mengen, wie man es aus dem Fernsehen kennt, dass man da 500 Kilo findet. Wir trainieren in Amerika, wenn wir da trainieren, mit dem Hund zur Zertifizierung, mit größeren Mengen, klar. Wir trainieren mit 1 bis 3 Gramm. Also das heißt, der Hund findet kleine Mengen, der Hund findet große Mengen. Also 1 bis 3 Gramm reichen voll und ganz aus. War recht interessant. Viele Charaktere, viele Leute, ausgefallene Berufe. War schon sehr schön, ja.